Vermutlich einen Millionenschaden hat ein Feuer im Dachstuhl eines Hotels in Giermitte im Kreis Höxter verursacht. Aus bisher nicht geklärter Ursache brach das Feuer gegen 15 Uhr vermutlich im oberen Bereich des Gebäudes aus. Über 100 Gäste befanden sich im Gebäude, die gerade dabei waren, Konfirmation zu feiern. Direkten Nachbarn fiel auf, dass in der Nähe des Schornsteins dichter Rauch aufsteigt, und schlugen Alarm. Ich wollte mit meinem Mann gerade los, wir hatten uns mit Bekannten getroffen und wollten eine Tasse Kaffee trinken fahren. Es war kurz vor drei. Da roch es unheimlich stark, streng nach Qualm. Natürlich erst mal gedacht, ich habe das, bei uns brennt irgendwas, hast du irgendwie Kamin oder verbrennt einer irgendwas? Und dann kam ganz, ganz schwarzer Rauch aus dem Abzug, aus dem Abzugskamin von der Dele. Nach Angaben der Feuerwehr wurden keine Personen verletzt. Alle konnten das Hotel unbeschadet verlassen. Josef Wakop, Einsatzleiter der Feuerwehr Warburg, war einer der ersten an der Einsatzstelle. Er erkannte sofort, dass das Ausmaß des Brandes enorm ist, und forderte auch eine Drehleiter aus Bad Arolsen in Hessen an. Und als ich kam, sah ich den ganzen Dachstuhl schon, wie er am Brennen war. Daraufhin wurden die umliegenden Löschgruppen und die beiden Löschzüge der Stadt Warburg alarmiert. Und zusätzlich eine zweite Drehleiter aus Bad Arolsen. Der Schüler Lukas Fonte war einer der ersten, die das Feuer entdeckt haben. Kurz entschlossen informierte er seinen Vater. Da bin ich erstmal zu unseren Nachbarn in den Garten gegangen und auf einmal sieht man da richtig viel Rauch. Und dann bin ich zu meinem Vater gegangen und habe gesagt, Papa, die Dele brennt. Da ist Papa ganz schnell rausgerannt. Und auf einmal wurde der ganze Himmel schwarz und hat man das Holz also so knacken hören, wie das auf einmal anfängt zu brennen. Und dann kam aus diesem Kamin kam auch so Feuer raus. Das ländliche Hotel wurde 1745 erbaut und ab 1986 als Hotel und Restaurant geführt. Der Familienbetrieb wurde erst vor circa einem halben Jahr von der Tochter des Besitzers übernommen. Für die Inhaber eine Katastrophe. Wie schnell sowas doch gehen kann, dann ist die ganze Existenz weg. Die Leute in der Dele, das ist einfach nur schlimm. Die Feuerwehr war mit insgesamt 70 Einsatzkräften aus Warburg und Bad Arolsen vor Ort. Derzeit ist die Höhe des Sachschadens und auch die Brandursache noch völlig unklar. Die Polizei hat noch am Nachmittag die Ermittlungen aufgenommen.